die Sandra und sage euch erstmal einen schönen guten Abend aus dem Bayerischen Wald. Leider ist es draußen schon dunkel, aber bei uns liegt gerade ziemlich viel Schnee. Ich habe heute eine Mia-Box bekommen und werde sie jetzt mit euch auspacken. Mia-Box sieht am Anfang so aus. Auf der Seite ist noch ein Logo und hinten ist sie klassisch weiß. Zugeklebt ist sie mit zwei so Klebestreifen, auch in dem Design von der Mia-Box. Lässt sich mit der Hand schön öffnen. Genau, dann kann man sie ohne Probleme hier über diese Schnalle, die man auch wieder verpacken kann, öffnen. Und hervor kommt eine weitere Verpackung, ein herkömmlicher Pappkarton mit Mia-Logo. Dann denke ich, brauchen wir das erstmal nicht. Hier, das ist eine ganz normale Box. Öffnen. Der Pappkarton. Und das erste, was mir jetzt ins Auge fällt, ist eine Beschreibung. Ich denke, diese Produkte werden sich in der Mia-Box befinden. Jeweils kurz in Rot unterstrichen, was das Produkt ist. Und darunter eine kurze Beschreibung mit dem Originalpreis. Normalerweise kostet die Mia-Box 20 Euro, 19,95 Euro, um genau zu sein. Und der Wert hat, sie hat einen Wert von ca. 50 Euro, oder ich denke fast exakt 50 Euro. Hier eine, ist sie nochmal verpackt, mit einem Papierfolie, würde ich sagen. Lässt sich auch schön öffnen. Und zum Hervorschein kommt, auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, eine wunderschön gestaltete Box mit bisschen Verpackungsmaterial. Und dann gucken wir mal, was sich darin alles so verbirgt. Gehen wir chronologisch hervor. Das erste ist eine Jaffa feuchtigkeitsspendende Handseife. Jaffa, davon habe ich schon mal gehört von der Marke. Habe bis jetzt nur Positives gehört, deswegen freue ich mich, dass ich eine Seife bekomme davon. Hier noch so ein Verschluss. Den muss man hier nochmal drehen. Ein bisschen pumpen. Ach, jetzt kommt was. Oh, schmeckt angenehm nach Zimt. Als nächstes kommt ein Zopfgummi. Ach ja, genau, dieses Produkt kostet original 10 Euro. Dann kommen wir zum Zopfgummi. Der hat nochmal ein kleines Täschchen. Das Täschchen nehme ich oft gerne her für Schmuck. Das ist schon mal sehr praktisch. Aber jetzt zum eigentlichen Objekt. Das ist ein Haargummi, habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber es steht dabei, dass mit diesem Zopfgummi eine unsichtbare und eine schonende Frisur entsteht. Also das heißt, ich denke mal, er verschwindet im Haar und er ist sehr elastisch, also er schneidet auch nicht ein und gibt sogar ein schönes Armband ab. Dann kommt ein Massageduschball. Das müsste er hier sein, in der total süßen Sternchenverpackung. Also kommt man auch ran, ohne eine Schere zu benutzen. Schauen wir mal, wie er sich anfühlt.
Ja, also auf alle Fälle schon mal ein gutes Gefühl. Ich denke, bei der nächsten Dusche werde ich ihn mal ausprobieren. Als nächstes gibt es einen Binatural Lippenbalsam mit dem Geschmack Granatapfel, glaube ich. Und was steht dabei? Sieht nach Bienenlogo aus. Genau, es ist aus Bienenwachs und ein 100% natürlicher und hautfreundlicher Weichmacher. Und naja, wenn er jetzt nach Granatapfel riecht, denke ich, das ist noch zusätzlich eine gute Idee. Dann sind wir schon beim Etre Belle Magic Eyeshadow Pencil. Mama, der springt mir hier gleich ins Auge. Ist auch original verpackt, denke ich mal. Und hat einen Originalpreis von 10,50 €. Oh, das erste Überraschende, was mir gleich ins Auge springt, ist, hier ist sogar ein passender Spitzer dabei. Das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Und hier ist der eigentliche Eyepencil. Mal auf. Silber. Und fühlt sich auch ganz weich an. Und Silber ist auf eine Farbe, die kann man eigentlich zu jedem Anlass tragen. Und jetzt ich. Das nächste ist vom Bomb Cosmetic Bars Blasters. Das müsste diese kleine Torte sein, würde ich jetzt mal sagen, am ersten Blick. Mit einer kleinen Erdbeere drauf. Also optisch auf alle Fälle schon mal ein Hingucker im Bad. Und die brauche ich gar nicht auspacken. Das riecht man schon durch diese Verpackung einen sehr angenehmen Duft und ich denke, das wird sich im Bad auflösen und auf alle Fälle eine gute Idee. So, dann sind wir auch schon beim letzten. Der nennt, es ist ein Benny Dürer oder Dura, Entschuldigung, Lidschatten. Der hat alleine schon einen Wert von 18,50 €. Auch und keine Verpackung drin. Dann sind wir mal gespannt, welche Farbe zum Vorschein kommt. Lässt sich ganz leicht. Lässt sich öffnen. Hier vorne nochmal. Vorführeffekt. Hier auch ein ganz dezenter Lidschatten. Also für mich persönlich ist es super, weil ich habe gern dezente Farben und wie gesagt, was man auch im Alltag hernehmen kann. Sieht auch sehr hochwertig aus. Genau. So, und dann haben wir eben hier noch das Verpackungsmaterial, das man auch noch anderweitig verwenden kann. Und damit wären wir schon fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell alle Produkte im Schnelldurchlauf. Einmal hier diese Handseife von Jafra. Oh, diesen Haargummi, den ich immer noch am Handgelenk trage. Dann dieser Massageball für die Dusche oder zum Einschamponieren kann man ihn auch verwenden. Einen Lippenbalsam aus Bienenwachs. Den Eyepencil mit Spitzer. Dann noch unsere süße kleine Torte fürs Bad. Und diesen Eyeshadow von, was war die Marke gleich? Benny Dura. Alles zusammen, wie gesagt, einen Wert von 50 €. Ich bin überrascht und freue mich, die ersten Sachen anzuwenden. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal.